Überleben in der Wildnis, abseits geteerter, asphaltierter Straßen. Mit spärlicher Ausrüstung gilt es, sich durchzuschlagen, bei steigenden Temperaturen, leerem Magen und der ständigen Angst vor natürlichen Gefahren. 20 mutige Männer und Frauen nehmen an einem Survival-Kurs teil, in Karlsfeld bei München. Zuversichtlich machen sie sich auf den kilometerlangen Marsch in den Wald. 2 Tage und eine Nacht wird sich die bunte Gruppe in der Wildnis aufhalten und lernen, wie man dort eine Chance hat. Wissen, das für manch einen Teilnehmer noch sehr nützlich sein wird. Wir sind hier, weil wir nächsten Sommer wahrscheinlich nach Kanada gehen wollen und da ein bisschen auf dem Yukon River im Kanu fahren wollen. Ja, ich habe mir überlegt, das könnte doch mal ganz lustig sein, wenn man hier in der Wildnis mal ein Survival-Training macht, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Wir werden im August heiraten und sie hat sich... Was jetzt? Jeder weiß. Jetzt weiß es jeder. Und sie hat sich eingebildet, dass wir so einen Rucksack-Flitterwochen machen. Der Kurs beginnt mit den Basics. Ein echter Survivor muss selbstverständlich wissen, wie er sich ohne Landkarte orientiert. Darum üben die Teilnehmer erstmal den Umgang mit dem Kompass, was die meisten aber noch vor keine größere Herausforderung stellt. Hat ganz gut geklappt, also mit der Gruppe auch. Wir sind ja irgendwie 8 Leute und haben 4 Kompasse und haben die halt gut aufgeteilt und haben jetzt auch von der Entfernung her das Ziel auch gleich gefunden. Und wenn es so weitergeht, dann haben wir einen entspannten Tag. Markus Lehner ist Survival-Trainer. Das große Motto seiner Kurse? Be prepared. Vorbereitet sein für den Fall der Fälle. Seit 6 Jahren bildet er Laien und Profis aus. Ein Erlebnis ist, mit den Leuten neue Dinge in Erfahrung zu bringen, zu sehen, wie sie das Gelernte dann in der Praxis umsetzen und dann auch was mit nach Hause nehmen. Und ich hoffe, mit 80% Wahrscheinlichkeit sagen zu können, dass wenn sie irgendwann mal in eine Situation kämen, in denen es ein bisschen außergewöhnlich wird, dass sie sich dann auf jeden Fall behaupten können. Damit das auch klappt, müssen die Teilnehmer wissen, wie sie einen stabilen und sicheren Unterschlupf bauen. Eingang und Feuerstelle müssen vor Wind und Regen geschützt sein und das Dach muss herabfallende Äste abhalten können. also ich denke, wir kamen recht schnell zu einer attraktiven Lösung durch so große senkrechte Balken eben, die wir dann jeweils mit Querstreben eben verbinden und so versuchen wir jetzt einfach das Gerüst bisschen am Dach zu erstellen. Und so entstehen innerhalb einer Stunde richtig gemütliche Unterkünfte. Nach mehreren Stunden im Wald geht es ab an den See. Hier üben die Teilnehmer, wie sie Vorräte und Rucksäcke beim Überqueren von Gewässern vor der Nässe schützen können. Dazu knoten sie eine wasserfeste Plane um den Rucksack. Die Luft im Innern sorgt für den nötigen Auftrieb, um die Ausrüstung über Wasser zu halten. Bei den Kursteilnehmern macht sich langsam der Kräfteverschleiß bemerkbar. Der Großteil verweigert die Übung. Ich bin fertig. Also dann dachte ich, dann machen wir eine Camping und dann Barbecue und dann alles dazu. Es ist kein Barbecue-Ausflug, den wir hier machen. Es ist fordernd. Ihr werdet ein bisschen an die Grenzen gehen. Ihr werdet mal erleben, wie es ist, wenn wir nicht nur 10 Minuten laufen, sondern 10 Kilometer. Wenn wir ein paar Stunden ohne Nahrung sind, ohne Trinken. Am Abend wartet noch die Königsdisziplin, Feuer machen. Besonders wichtig sei trockenes Brennmaterial, erklärt Markus. Mit dünnen Holzscheiten, trockenem Gras und einem sogenannten Feuerstil bringt er das Feuer nach und nach in Gang. Die Teilnehmer können währenddessen zuschauen und entspannen. Heute ist sehr zufrieden. Also wir haben keinen Aussteiger. Auch das passiert ab und zu, dass die Leute dann sagen, du, pass auf, wir haben mir was anderes darunter vorgestellt. Auch wenn sich schon manch einer was anderes darunter vorgestellt hat, hat sich wirklich jeder durchgebissen und wird später mit dem Barbecue-Fest belohnt.